Guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur ZIB 2. Sie ist das wichtigste Projekt gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise und es ist viel größer geworden als geplant. Jeder dritte Beschäftigte in Österreich ist mittlerweile in Kurzarbeit. Das Budget liegt jetzt bei 10 Milliarden, aber die Unternehmen klagen über die Bürokratie. Der schwedische Weg, kann man die Epidemie auch ohne strenge Beschränkungen und Verbote bekämpfen? Darüber spreche ich in Stockholm mit dem ARD-Korrespondenten Christian Stichler. Antivirenprogramm. Wann können wir mit einem Medikament oder einer Impfung gegen das Virus rechnen? Dazu ein Schaltgespräch mit dem Virologen Norbert Bischofberger, der ein vielversprechendes Medikament mitentwickelt hat. Die medizinische Entwicklung der Epidemie in Österreich ist gut. Die Gesamtzahl der akut Erkrankten ist weiter gesunken auf derzeit 1.933. Und jeden Tag erholen sich deutlich mehr Menschen von einer Corona-Infektion, als neue Ansteckungen gemeldet werden. Das waren heute nur mehr 72. Sehr viel weniger erfreulich sind dagegen die Wirtschaftsdaten. 572.000 Menschen sind derzeit arbeitslos. Das sind knapp 60% mehr als im April letzten Jahres. Und es wären noch viel mehr, wären nicht so viele Beschäftigte in Kurzarbeit. 1,2 Millionen sind es momentan, das hat die Regierung heute bekannt gegeben. Das Budget dafür musste von 7 auf mittlerweile 10 Milliarden Euro aufgestockt werden. Im Mai könnte die Jobsituation aber wieder besser werden, weil schrittweise die letzten Geschäfte, die Lokale und Hotels wieder aufsperren dürfen. Und schon in 2 Stunden laufen die bisherigen Ausgangsbeschränkungen ab. Bis in den späten Abend wurde im Gesundheitsministerium an einer neuen Verordnung gearbeitet, berichtet Patrick Kruska. Was ist ab morgen erlaubt und was nicht? Was darf man machen und was könnte bis zu 3.600 Euro Strafe kosten? Wir wissen es nicht. Um Mitternacht, also in 2 Stunden, laufen die Ausgangsbeschränkungen und die alte Corona-Verordnung aus. Nur eine neue Verordnung gibt es noch gar nicht, zumindest nicht schriftlich und im Rechtsinformationssystem des Bundes veröffentlicht. Neue Regeln gibt es aber bei den Einreisebeschränkungen. Sie werden bis Ende Mai verlängert. Ausnahmen gibt es für 24 Stunden Pflegekräfte und Saisonarbeiter. Sie dürfen per Zug oder Flugzeug einreisen und müssen nicht in Quarantäne, wenn sie einen negativen Corona-Test vorweisen können. Für unser öffentliches Leben gibt es also noch keine klaren Regeln. Unklar bleibt auch vieles, was den Arbeitsmarkt betrifft. 572.000 Menschen sind derzeit arbeitslos. Der Höhepunkt bei den Arbeitslosenzahlen war Mitte April. Seitdem sinken die Zahlen wieder leicht, freut sich die Arbeitsministerin. Aber auch 1,2 Millionen Menschen sind in Kurzarbeit. Das Geld dafür reicht nicht aus. Und so erhöht die Regierung die Kurzarbeitsmittel von 7 auf 10 Milliarden Euro. Seitens des Finanzministeriums wird nicht nur Geld dafür zur Verfügung gestellt, sondern auch Personal. Wir haben bis zu 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Buchhaltungsagentur zur Verfügung gestellt, um das AMS bei der Abrechnung und bei der Auszahlung der Kurzarbeit zu unterstützen, damit das auch schneller passiert. Ausbezahlt wurde bisher aber erst ein zweistelliger Millionenbetrag. Viele Unternehmerinnen und Unternehmer warten dringend auf das Kurzarbeitsgeld vom AMS und mussten bereits 2 volle Monatsgehälter aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorstrecken. Eigentlich haben wir damit gerechnet, dass das schnell abgewickelt wird, zumindest jetzt den März ausbezahlt, dann gleich den April. Aber so wie es heute ausschaut, ich habe mich beim AMS erkundigt, das wird jetzt Ende Mai, vielleicht Ende Juni, es wird einen Durchrechnungszeitraum geben. Und dann wird rückgerechnet und dann kommt erst Geld. Aber das halten die Unternehmer nicht durch, sage ich gleich. Der Wiener Kaffeehausbesitzer, der in den sozialen Medien auf die Lage der Kleinunternehmerinnen und Kleinunternehmer aufmerksam macht, sieht düstere Wolken aufziehen. Wir brauchen Geld jetzt und nicht Ende Juni, nicht bei der Einkommensteuerabrechnung für nächstes Jahr. Da sind wir eh schon alle weg. Also 30-40% Rechner sind weg. Ja? Und da kann man nicht nur sagen, da trennt sich die Spreu vom Weizen und sie sind eh nur immer so in Dahinschwappen. Das geht nicht. Viel Ungewissheit für die Unternehmerinnen und Unternehmer, aber auch viel Ungewissheit für alle Menschen in Österreich. Denn der Bundeskanzler hat ja angekündigt, dass ab 1. Mai alle Geschäfte wieder öffnen dürfen. Das ist ein Feiertag. Mit Sondervereinbarungen dürfen laut Wirtschaftskammer zum Beispiel die Friseure öffnen. Die Gewerkschaft zeigt sich empört und droht, man werde alles ausschöpfen, was die Rechtsordnung vorgebe. Viel Ungewissheit also auch weiterhin.
Aber genau, während uns der Beitrag unmittelbar vor der Sendung überspielt wurde, vor knapp 10 Minuten wurde auch die restliche Verordnung des Ministeriums auf dessen Homepage veröffentlicht. Und sie schreibt, ab morgen für alle Aufenthalte an öffentlichen Orten weiterhin einen Mindestabstand zu haushaltsfremden Personen von 1 Meter vor und in Geschäften künftig 10 statt bisher 20 Quadratmeter pro Kunde. Lokale und Hotels, Museen und so weiter bleiben vorerst geschlossen bis Mitte bzw. Ende Mai, wie ja schon bekannt. Bei Begräbnissen gilt künftig eine Höchstteilnehmerzahl von 30, bei Hochzeiten von 10 Menschen steht in dieser Verordnung. Und im Gegensatz zu manchen Medienberichten von heute bleibt auch Prostitution vorerst verboten. Ungewissheit herrscht aber auch in vielen Rathäusern und dort vor allem bei den Finanzreferenten. Denn je weniger Menschen arbeiten, umso weniger Steuern fließen auch in die Kassen der Gemeinden. Bis zu 2 Milliarden Euro könnten ihnen dieses Jahr fehlen, schätzt der Gemeindebund heute und fordert Unterstützung durch den Bund. Aber etliche Investitionen werden wohl jedenfalls abgesagt, berichtet Peter Babutzki. Der Skaterpark von Hollabrunn in Niederösterreich hat schon bessere Tage gesehen. Und dabei wird es wohl auch bleiben. Neue Rampen und einen Mountainbike-Parcours wollte man bauen. Das ist wegen der Corona-Krise vorerst abgesagt. Hollabrunn fehlt jetzt das Geld für solche Projekte und Investitionen, wie aktuell fast allen Gemeinden in Österreich. Wir hatten also die Situation, dass wir in unserer Gemeinde einiges an Grundstücksverkäufen in den letzten Monaten noch hatten und somit etwas an Liquidität bekommen haben. Aber es ist davon auszugehen, dass uns die nächsten 1-2 Monate sicher die Liquidität Sorgen bereiten wird. Im 50.000-Einwohner-Bezirk Hollabrunn sind aktuell rund 3.000 Menschen in Kurzarbeit. 2.100 sind arbeitslos, fast 60% mehr als im Vorjahr. Und das wirkt sich direkt auf die Gemeindefinanzen aus. Alle Gemeinden bekommen ihr Geld unter anderem über ihren Anteil an Bundessteuern wie der Lohnsteuer und über die Kommunalsteuer. Diese beiden Einnahmequellen machen mehr als 50% der Gesamteinnahmen aus. Die Kommunalsteuer, die jede Gemeinde in Österreich einnimmt, bemisst sich am Bruttogehalt von Arbeitnehmern. Bei Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit fällt diese Steuer nicht an, die Gemeindeeinnahmen sinken. Und auch die Überweisungen der Bundessteuern werden im Mai durchschnittlich 13% niedriger sein als im Mai des Vorjahres. Tourismusgemeinden trifft es sogar doppelt. Dort steigt die Arbeitslosigkeit besonders rasant und Fremdenverkehrsabgaben fallen weg. Der Gemeindebund fordert deshalb, dass die Bundesregierung bei der Finanzierung der Gemeinden helfen soll. Und diese Hilfe wird es wohl auch brauchen, sagt die Forscherin. Der Bund hat viel besser die Möglichkeiten, diese starken konjunkturellen Schwankungen auszugleichen, weil sie einfach Darlehen viel günstiger aufnehmen können wie Gemeinden und auch schneller zurückzahlen können. Das heißt, niemand wird hochverschuldete Gemeinden wollen. Das heißt, es bleiben nur externe Hilfen vom Bund und zum Teil auch von den Ländern. Im Zuge des geplanten Konjunkturpakets werde man mit den Gemeinden darüber reden, heißt es aus dem Finanzministerium. Den Skatern von Hollabrunn bleibt also die Hoffnung auf bessere Zeiten. Und damit ins Ausland nach Schweden, das von Kritikern der strengen Corona-Maßnahmen ja immer wieder als Gegenmodell genannt wird. Die schwedische Regierung hat auf einen sogenannten Lockdown und strenge Verbote verzichtet und stattdessen vor allem auf Empfehlungen an die Bevölkerung gesetzt. Geschlossen wurden nur die Oberstufen der Schulen, die Unis und größere Veranstaltungen. Bei gut 10 Millionen Einwohnern wurden so bisher 21.000 Corona-Fälle registriert. Nicht sehr viel mehr als in Österreich. Ganz anders sieht es aber bei den Todesfällen aus. Mit knapp 2.600 Toten sind es fast 4-mal so viele wie in Österreich und sehr viel mehr als im Rest von Skandinavien. Das Land ohne Ausgangssperren, die belebten schwedischen Lokale bieten für den Rest Europas immer noch einen ungewöhnlichen Anblick. Aber anfangs schien es durchaus so, als würde der vergleichsweise lockere Umgang mit dem Coronavirus gut funktionieren. Ein Großteil der Bevölkerung hat sich an die Empfehlungen der Regierung gehalten. Doch mit den wärmeren Temperaturen werden auch die Lokale voller und der Abstand kleiner. Die Regierung hat strengere Maßnahmen zwar angedroht, bisher hält man aber am ursprünglichen Weg fest. Das Virus soll sich so langsam wie möglich ausbreiten und so, dass das Gesundheitssystem gerade noch standhält. One of the
Einer der Hauptgründe für unsere Vorgangsweise ist, dass wir sie als sehr nachhaltig einschätzen. Wir können das monatelang durchhalten, ohne größeren Schaden für die Gesellschaft. Eines gibt aber auch die Regierung zu. Beim Schutz der Risikogruppen hat man versagt. Fast die Hälfte der Toten in Schweden zählt man in Alters- und Pflegeheimen. Auch im Vergleich mit den Todeszahlen in den Nachbarländern steht Schweden derzeit nicht gut da. Während Schweden 25 Tote pro 100.000 Einwohner zählt, sind es in Finnland und Norwegen jeweils nur 4. In beiden Ländern gibt es strenge Ausgangssperren. Und wir gehen jetzt direkt nach Stockholm zu Christian Stichler, dem Schweden-Korrespondenten der ARD. Guten Abend. Guten Abend, hallo. Herr Stichler, es gab in den letzten Wochen immer wieder Berichte, die schwedische Regierung würde ihren liberalen Kurs der ersten Wochen und Monate verschärfen. Aber ist das nun tatsächlich passiert? Nein, bisher nicht. Anlass für diese Spekulation war vor allem eine Gesetzesänderung, die das schwedische Parlament nach Ostern verabschiedet hat. Danach hat die Regierung jetzt tatsächlich erste Möglichkeiten, zum Beispiel Restaurants oder Bahnhöfe oder auch Flughäfen, falls notwendig, zu schließen. Das hatte sie vorher nicht. Schweden kennt keinen Ausnahmezustand in Friedenszeiten. Deshalb musste es diese Gesetzesänderung geben. Aber tatsächlich wirklich verschärft. Mehr Restriktionen wurden bisher nicht eingeführt. Tatsächlich hat Schweden aber ungewöhnlich viele Corona-Tote pro Kopf, sehr viel mehr als die Nachbarländer und eine sehr hohe sogenannte Übersterblichkeit, also mehr Tote als in den vergangenen Jahren im Vergleichszeitraum. Verunsichert das die Regierung gar nicht? Ja, das ist eine gute Frage. Die Verunsicherung lässt sich die Regierung zumindest nicht ansehen. Der schwedische Ministerpräsident hat ja schon vor ein paar Wochen gesagt, wir werden uns auf mehrere tausend Tote im Land einstellen müssen. Das heißt, so ganz überraschend kommt das nicht. Allerdings, die Zahlen, die weiter steigen, machen natürlich den Schweden Sorgen. Auch der Gesundheitsbehörde hier. Wir sind mittlerweile bei fast 2.600 Toten. Das sind sehr viel mehr als in den Nachbarländern. Das hat vor allem damit zu tun, dass eben doch viele Infektionen in die Altenheime des Landes gekommen ist. Es hat aber auch damit zu tun, dass sich das Virus in Schweden eben durch die schwächeren Restriktionen wie in anderen Ländern deutlich stärker verbreiten konnte. Und auch deshalb gibt es natürlich mehr Fallzahlen und am Ende dann eben auch mehr Tote. Die schwedische Regierung setzt auf deutlich weniger gesetzliche Beschränkungen und Verbote, sondern vielmehr auf Empfehlungen an die Bevölkerung. Wie bewährt sich das denn in der Praxis? Wie sehr werden die eingehalten? Wird die Disziplin da schwächer? Und sind zum Beispiel in Schweden auch Masken verbreitet, so wie in anderen Ländern mittlerweile? Also Masken sieht man hier im Alltag kaum, auch nicht in den Supermärkten oder den öffentlichen Verkehrsmitteln. Das ist nach wie vor eine große Ausnahme. Ja, mit der Freiwilligkeit ist das so eine Sache. Wenn die Temperaturen steigen und die Sonne scheint und die Schweden nach draußen wollen, dann sind zum Beispiel Straßencafés gut gefüllt. Dagegen sind jetzt die Behörden auch vorgegangen. In Stockholm wurden mehrere Restaurants auch geschlossen, weil sie sich nicht an die Auflagen gehalten haben. Insgesamt allerdings funktioniert das mit der Freiwilligkeit ganz gut. Die Schweden sind sehr folgsam ihrem Staat. Und im Vergleich jetzt zum Beispiel zu anderen Ländern ist ja immerhin die Mobilität, die Bewegung der Schweden im Land 30% zurückgegangen. Viele arbeiten im Homeoffice, obwohl das nicht vorgeschrieben ist. Also das funktioniert schon. Allerdings gibt es kleinere Ausreißer. Aber genau deshalb gibt es derzeit auch keine Änderungen von der schwedischen Regierung, weil sie sagen, soweit es derzeit in der Lage ist, soweit funktioniert es. Und wir können das auch gegebenenfalls bis zu Ende des Jahres oder noch länger durchhalten. Die Kindergärten und die Volksschulen waren in Schweden ja durchgehend geöffnet. Wie sind denn damit bisher die Erfahrungen? Hat es dort viele Ansteckungen gegeben? Nein, das ist ja das Erstaunliche, auch im Vergleich zu anderen Ländern, wo Kitas geschlossen bleiben, wo es Abstandsregelungen oder Maskenpflicht gibt. In Schweden gehen die Kinder bis zur 9. Klasse ganz normal zur Schule. Es gibt ein paar kleinere Auflagen, dass man sich das Essen am besten nicht mehr selbst nimmt. Aber im Klassenraum gibt es Vierertische nach wie vor. Und tatsächlich, es gibt keine großen Infektionsherde rund um die Schulen. Das haben auch die schwedischen Behörden uns noch einmal bestätigt. Gleiches übrigens gibt es derzeit aus Island, die ja am Montag ihre Schulen wieder aufmachen. Dort wurden ja sehr viele Infektionsketten untersucht und kein einziger Fall gefunden, bei dem ein Kind, ein Erwachsenen angesteckt wurde. Also hier machen die Skandinavier andere Erfahrungen als in anderen Ländern oder was andere Länder sozusagen befürchten, was in den Schulen passieren könnte. Unumstritten ist dieser Kurs allerdings trotzdem nicht. Rund 2000 Wissenschaftler haben in Schweden einen offenen Brief geschrieben und vor dem gefährlichen Hochrisikoexperiment dieses schwedischen Kurses gewarnt. Wie ist denn die Unterstützung für den Kurs der Regierung in der Bevölkerung mittlerweile?
Ja, die Mehrheit der Bevölkerung steht nach wie vor hinter diesem Kurs. Es gibt diese Kritik, auch von wissenschaftlicher Seite aus. Und wenn man mit den Leuten auf der Straße spricht, dann mehren sich die Stimmen, vor allem angesichts der hohen Todeszahlen, die sagen, das ist ein Experiment, schaut auf die anderen Länder, vor allem auf die skandinavischen Nachbarländer, die deutlich weniger Todeszahlen haben. Heute gab es jetzt die Meldung, dass die WHO den schwedischen Weg sozusagen als Zukunftsmodell auch angepriesen hat. Das bestätigt dann wiederum viele Leute im Land. Aber es gibt jedenfalls keine offene Kritik. Oder gar, dass zum Beispiel auch die politische Opposition jetzt sich meldet und sagt, wir müssen den Kurs ändern. Das politische System und auch große Teile der Bevölkerung stehen nach wie vor hinter diesem Kurs. Letzte Frage. In Österreich und Deutschland wird immer wieder argumentiert, das schwedische Modell sei viel weniger katastrophal für die Wirtschaft. In Deutschland und Österreich wird ein Einbruch der Wirtschaft um bis zu 7-8% in diesem Jahr vorhergesagt. Wie sind denn da die Prognosen für Schweden? Die Prognosen sind auch für Schweden katastrophal, wenn man das so sagen darf. Hier wird mit einer Arbeitslosigkeit von 10% und mehr gerechnet. Die größte skandinavische Airline SAS musste mehr als 4.000 Menschen entlassen. Auch der schwedische Automobilhersteller Volvo musste Entlassungen ankündigen. Also die Wirtschaft ist hart getroffen, weil die Wirtschaft eben auch globalisiert ist und die Lieferketten nicht mehr funktionieren. Auch die Restaurants und Hotels hier in Schweden leiden sehr unter Corona. Sie sind leer, die Leute verreisen nicht mehr. Also es gibt auch diesen wirtschaftlichen Effekt. Aber die wirtschaftliche Diskussion hat hier nie eine Rolle gespielt, was die Maßnahmen angeht. Es wurde eher darauf geachtet, dass man eben das gesellschaftliche Leben und das vor allem das Schulleben und das, was man eigentlich schützen will, auch weiter in der Krise aufrechterhält. Die Wirtschaft hat da eher am Rande eine Rolle gespielt, aber sie ist sehr stark betroffen. Sagt ARD-Korrespondent Christian Stichler in Stockholm. Das Gespräch haben wir aus Termingründen am Abend aufgezeichnet. Die Corona-Krise wird uns begleiten, bis es eine Impfung gegen das Virus gibt. Das erklären uns Expertinnen und Politiker seit Monaten. Und auf der ganzen Welt suchen Forscher und Forscherinnen mittlerweile in Labors und in Studien nach einem Impfstoff oder einem Medikament. Eine Hoffnung ist dabei ein Mittel, das an sich gegen Ebola entwickelt wurde, unter der Führung eines österreichischen Virologen in den USA, mit dem ich gleich sprechen werde. Zuvor aber noch Florian Petautschnig. Die Produktion läuft bereits an. Viel von dem Wirkstoff wird derzeit gebraucht, damit er in Studien, die auf der ganzen Welt stattfinden, getestet werden kann. Und das ist einer seiner Erfinder, Norbert Bischofberger. Nach dem Chemiestudium in Innsbruck und dem Doktorat in Zürich ging er in die USA und arbeitete später für einen Pharmakonzern. Remdesivir ist ein Mittel, das eigentlich gegen Ebola entwickelt worden ist, mit dem Ziel, die Vermehrung des Virus in den Körperzellen zu verhindern. Und genau das soll auch beim neuen Coronavirus funktionieren, hofft man zumindest. Zuletzt war von einem großen Fortschritt die Rede. Das Mittel wurde bei 125 Covid-Patienten in den USA eingesetzt und hätte den meisten geholfen, hieß es. Doch kurz darauf kamen andere Daten an die Öffentlichkeit, die gezeigt haben, dass das Mittel möglicherweise doch nichts bringt. Heute dann wieder Schlagzeilen. Eine Studie mit mehr als 1000 Menschen hätte wieder vielversprechende Hinweise gebracht, dass das Mittel helfen kann. Doch diese Untersuchung ist bislang noch nicht unabhängig überprüft und veröffentlicht worden. Ob Remdesivir also definitiv so hilft, wie erwünscht, diese Frage ist immer noch nicht eindeutig beantwortet. Doch es gibt auch eine Reihe an anderen Wirkstoffen, die ganz neu entwickelt worden sind, um das Virus zu bekämpfen. Manche Ansätze kommen auch aus Österreich, mit dem Ziel, ein oder sogar mehrere Medikamente zu finden, die wirken. Momentan bleibt aber nur die Hoffnung von Entwicklern, möglichst bald das produzieren zu können, wonach alle suchen, nämlich ein Medikament, das bei Covid nachweislich hilft und zugelassen wird, bestätigt durch mehrere wissenschaftliche Studien. Und ich bin jetzt via Skype in Kalifornien mit dem österreichischen Virologen Norbert Bischofberger verbunden. Guten Abend. Guten Abend oder guten Morgen ist es hier. Stimmt, Herr Dr. Bischofberger. Mal ganz grundsätzlich zu Beginn. Warum ist es eigentlich so schwierig, ein Medikament gegen dieses Virus zu finden? Warum kann man nicht einfach das, was dieses Virus im Körper anrichtet, quasi chemisch einfach ausschalten? Also ich glaube, es ist nicht schwierig, um ein Medikament zu finden. Das Problem ist, dass in der Vergangenheit hat man keine klinischen Studien durchführen können, weil es keine Infektionen gab. Und das ist das erste Mal jetzt mit Covid-19, der weltweit verbreitet ist, dass wir eigentlich klinische Studien machen können. Und das muss man einfach tun, um zu beweisen können, dass die Medikamente sicher sind und auch wirksam sind. Das heißt, Sie gehen davon aus, dass man relativ schnell ein Medikament haben wird oder mehrere Medikamente?
Ja, da bin ich überzeugt, weil die Viren sind nicht so schwierig. Wir kennen die genetische Sequenz, wir wissen, was die Viren tun, wir wissen, was die Viren, was für Enzyme sie brauchen, um sich zu vermehren. Und das sind natürlich dann Angriffspunkte für Medikamente. Jetzt liegen ja große Hoffnungen auf Remdesivir, also dieses Medikament, das Sie mitentwickelt haben gegen Ebola. Und da sagen jetzt erste Studien, es hilft tatsächlich bei Corona-Infektionen. Es hilft aber offenbar nur, die Zeit auf der Intensivstation zu verkürzen, nach einer Studie jetzt von 15 Tagen auf 11. Ob es wirklich hilft, dass weniger Menschen sterben, das ist noch ganz unklar. Erwarten wir uns zu viel von so einem Medikament? Ja, also Sie müssen sich überlegen, wie die Studie gemacht wurde. Das sind Menschen oder Infizierte, die ins Spital kommen. Also sie haben schwere Symptome, sie haben wahrscheinlich Schwierigkeiten mit der Atmung. Und deshalb ist das irgendwie im fortgeschrittenen Stadium. Diese antiviralen Substanzen sind mehr wirksam, wenn sie früher im Krankheitsstudium abgereicht werden. Und ich glaube, das ist die Chance für Remdesivir und auch andere virale Substanzen. Die sind sehr viel wirksamer, wenn sie schnell, nachdem Symptome auftreten, angewendet werden. Wie würde man das denn in der Praxis machen? Die anfänglichen Symptome sind ja wie bei einer normalen Grippe. Das heißt, wann würde denn dann jemand in der Praxis wissen, dass er jetzt so ein Anti-Corona-Medikament nehmen muss? Man müsste sich einfach bewusst sein, was sind die Symptome, und dann die Menschen müssen dann sehr schnell diagnostiziert werden. Also sie gehen ins Spital, sie werden einen PCR-Test, der bestätigt, dass sie mit Coronaviren infiziert sind, und dann würde man sie gleich behandeln. Ich glaube, das würde das Medikament, also Remdesivir und andere viralen Substanzen, sehr viel wirksamer machen. Sie haben in einem Interview kürzlich gesagt, Sie glauben, dass es ein wirksames Medikament gegen Corona schneller geben wird als einen Impfstoff. Warum? Ja. Und warum ich das sage, erstens Impfstoffe, das Problem mit dem Impfstoff ist Nummer eins, man muss drei Fragen beantworten. Die erste Frage ist, produziert der Impfstoff immunisierende Antikörper, Nummer eins. Nummer zwei, wie lange ist diese Immunität erhaltbar? Und drittens, das ist das Wichtigste, ist der Impfstoff sicher? Weil der Impfstoff wird an gesunde Menschen abgereicht. Deshalb muss man überhaupt sehr, sehr sicher sein, dass keine Nebenwirkungen da sind. Jetzt erklären uns aber alle Experten und alle Politiker, Corona und diese Krise wird uns begleiten, bis es einen Impfstoff gibt. Das ist offenbar nicht sehr einfach. Aber ist es selbst dann, wenn es einen gibt, vorbei? Gegen die Grippe gibt es einen Impfstoff, aber in Österreich lassen sich nur etwa 8% der Bevölkerung impfen. Und es gibt alle paar Jahre riesige Grippewellen mit tausenden Toten. Wird das nicht bei einem Corona-Impfstoff dann ähnlich sein? Ja, das ist einfach schwierig zu sagen. Ich glaube, die Chance ist sehr groß, dass wir einen Impfstoff haben werden. Aber es gibt andere Viren, da hat die Industrie und da haben die Leute probiert, um Impfstoffe herzustellen, und das war einfach nicht möglich. Zwei Beispiele sind HIV, da hatten wir keinen Impfstoff, und ein anderes Virus, Hepatitis C, da hatten wir auch keinen Impfstoff, obwohl viele Leute daran probiert haben. Und wie das mit Corona ist, das werden wir einfach dann sehen. Wenn es irgendwann einen Impfstoff gibt, wäre dann eine Impfpflicht sinnvoll? Ja, wenn man den Großteil oder einen größeren Teil der Bevölkerung impfen könnte und immun macht, dann natürlich wird der Coronavirus aussterben, weil er sich nicht mehr so viel vermehren kann. Das andere, was wir auch tun könnten, wir könnten Leute, die in größerer Gefahr sind, impfen. Zum Beispiel ältere Ärzte und so weiter. Im Februar haben Sie noch in einem Interview gesagt, ich zitiere, solche Viren tauchen alle 5 bis 7 Jahre auf und verschwinden dann genauso schnell wieder. Und Influenza ist gefährlicher als das Coronavirus und verursacht jährlich mehr Tote. Haben Sie dieses Virus da völlig unterschätzt? Ja, das habe ich. Aber wir wissen immer noch nicht heute, wie viele Leute wirklich infiziert sind. Wie Sie wahrscheinlich wissen, 80-90% der Infizierten haben wenige oder keine Symptome. Und deshalb, wenn wir einmal einen Antikörpertest haben,
dann können wir wirklich sagen, wie viele Prozent von der Bevölkerung sind tatsächlich mit Corona infiziert. Den Prozentsatz wissen wir heute noch nicht. Aber ich glaube, Corona ist keine Ausnahme. Es ist etwas, was von Tieren gekommen ist, auf Menschen übertragen wurde. Und es ist nicht der letzte Virus, der von einem Tier kommt und auf einen Menschen infiziert. Wir werden das in der Zukunft weiter haben. Sagt Arzneimittelforscher Norbert Bischofberg in Kalifornien. Auch dieses Gespräch haben wir wegen der etwas unsicheren Skype-Qualität am Abend aufgenommen. Und während es jetzt gelaufen ist, konnte ich die neue Verordnung des Gesundheitsministeriums noch etwas genauer lesen. Neu ist dabei auch, dass ab morgen nicht nur in öffentlichen Verkehrsmitteln und Geschäften, sondern in allen öffentlichen Räumen ein Nasen-Mundschutz getragen werden muss, nicht aber im Freien. Am Arbeitsplatz müsste eine Maskenpflicht hingegen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern eigens vereinbart werden. Und wir haben jetzt noch weitere wichtige Meldungen vom Tag für Sie. In Deutschland sollen Spielplätze, Museen und Zoos unter Auflagen wieder öffnen. Das gab Kanzlerin Angela Merkel heute bekannt. Eine Entscheidung über die Öffnung von Schulen und Kindergärten will man erst nächste Woche treffen. Reisen in andere EU-Länder stehen laut Merkel derzeit nicht an der Tagesordnung. Das Epidemiegesetz ist in seiner aktuellen Fassung verfassungskonform. Zu diesem Schluss kommen namhafte Juristen. Das Gesundheitsministerium hatte das Gesetz von Rechtsexperten und Nichtregierungsorganisationen prüfen lassen, nachdem die Opposition darin Eingriffe in die Versammlungsfreiheit gesehen hatte. Die ÖBB werden ihren Betrieb ab Montag schrittweise steigern. Ab 11. Mai sollen dann wieder alle Züge im Nah- und Regionalverkehr fahren, so ÖBB-Chef Andreas Matthä heute. In den Zügen gelten weiter Maskenpflicht und Abstandsregeln. Statt Strafen setze man aber auf die Eigenverantwortung der Fahrgäste. Strom, Gas und Wärme werden Privathaushalten und kleinen Firmenkunden bei Zahlungsverzug auch weiterhin nicht abgedreht. Die ursprünglich bis April geltende Vereinbarung zwischen den österreichischen Energieversorgern und dem Umweltministerium wegen der Corona-Krise wird bis Ende Juni verlängert. Der ehemalige Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache will bei der Wien-Wahl im Oktober kandidieren. Er wird an der Spitze der Allianz für Österreich ins Rennen gehen, aus der eine österreichweite Bürgerbewegung werden soll. Der Himmel weint. Die Wetteraussichten. Eine Regenzone überquert vom Atlantik her in den nächsten Stunden den Alpenraum und mit dieser Westströmung ziehen am Wochenende weitere Schauer durch. Morgen am Staatsfeiertag ist es wechselhaft und teilweise windig. Im Westen treffen am Nachmittag die nächsten Regenwolken ein. Es wird eine Spur kühler als heute. Am Wochenende wechseln Wolken und Sonnenschein. Besonders am Samstag ziehen weitere Regenschauer durch. Es wird lebhafter Westwind und die Temperaturen erreichen nur 15 bis 19 Grad. An dieser Stelle verabschieden wir uns für heute von allen Zuseherinnen und Zusehern via Dreisat. Danke für Interesse, einen schönen Abend noch aus Wien. Und hier in ORF 2 begrüßt ihr jetzt gleich Dieter Baunemann in unserem Wirtschaftsmagazin Echo. Die Urlaubsplanung ist heuer besonders schwierig, vor allem für die Tourismusbetriebe. Wir zeigen die Auswirkungen der Corona-Krise auf den heimischen Fremdenverkehr. Dann berichten wir, warum vor allem viele Kleinunternehmen unzufrieden sind mit den von der Regierung versprochenen Hilfszahlungen. Und wir zeigen, warum der niedrige Ölpreis ein Problem für die Weltwirtschaft ist. Jetzt gleich in Echo nach der ZIP 2. Wir haben es schon gehört, in 1,5 Stunden enden die Corona-Ausgangsbeschränkungen auch für uns in der Zeit im Bildredaktion. Mit dieser ZIP 2 enden nämlich auch die 5,5 Wochen, in denen wir aus einer abgesperrten Isolationszone rund um den Newsroom gesendet und auch hier gewohnt haben. All diese Kolleginnen und Kollegen aus Technik, Regie, Grafik, Administration, Sendeleitung und Redaktion haben die letzten Wochen rund um die Uhr hier verbracht, um den Sendebetrieb während der Isolation jedenfalls sicherzustellen. Wir dürfen jetzt heimgehen zu Partner, Familie und Rasierer. Aber verabschieden müssen wir uns leider von einem Kollegen, der jetzt gerade im Regieraum als Chef vom Dienst die letzte Minute seiner letzten ZIP 2 abwickelt. 13 Jahre lang war Matthias Schmelzer stellvertretender ZIP 2-Chef und nicht nur ein extrem kompetenter, kluger und engagierter Kollege, sondern auch sowas wie die Seele der ZIP 2-Redaktion. Ab morgen wird er vorerst interimistisch Leiter der ORF-Diskussionssendungen. Ein großer Gewinn für im Zentrum, die Pressestunde und den runden Tisch. Aber
ein riesiger Verlust für die ZIB2. Toi, toi, toi. Und damit von uns allen hier, Ihnen allen noch einen schönen Abend und ein erholsames, verlängertes Wochenende. Auf Wiedersehen.